Wer war der Täter? Das ist die große Frage bei den goldenen Hydranten und Papierkörben in Kloster Neuburg und Korneuburg. War es ein Werbegag der jeweiligen Gemeinde? Wir haben uns für Sie in Kloster Neuburg umgesehen. Kloster Neuburg hat goldene Hähne, goldene Wasserhähne. Warum kam es dazu? Ja, ich muss sagen, wir wissen es alle noch nicht, aber ich muss auch sagen, wenn es eine Beschädigung von Gemeindeeigentum ist, dann ist es eine der hübschesten Beschädigungen. Und ich muss sagen, der Kerl, der das macht, hat sehr viel Akribie und arbeitet sehr sauber. Ich würde mir oft wünschen, dass mancher Maler so keine Reste hinterlässt am Gehsteig. Und die goldenen, die jetzt schon an die 10 Stück sind in der Stadt, diese mehr soll hoffentlich nicht zum Herrn Landeshauptmann hinauskommen, sonst glaubt er, wir haben goldene Hydranten und wir brauchen keine Unterstützung des Landes mehr. Haben goldene Zeiten für Kloster Neuburg begonnen? Ich glaube noch nicht. Also das ist ja nur ein sichtbares Zeichen eines Menschen, der heute ein übersteigertes Selbstwertgefühl hat und auffallen möchte offensichtlich. Und ich bin gar nicht so daran interessiert, dass die Polizei so stark nachforscht, weil vielleicht haben wir dann einmal 40, 50 solche goldenen Hydranten in der Stadt. Und das wird den Tourismus in Kloster Neuburg sehr stark beleben. Was sagen Sie zum goldenen Hydranten? Ja, ich meine, anders, nicht unbedingt ein Gewinn, aber nicht schlecht. Nur mal wurscht. Schaut, ja, anders aus als die anderen. Hübsch, aber notwendig. Nichts Besonderes für mich. Das ist ja in Ordnung. Das passt schon so. Ja. Reichtum bei der Gemeinde ausgebrochen, dass es goldene Hydranten gibt? Das ist ja nicht, nein. Nein. Das ist ja nicht aus echt Gold. Das ist nur angemalt. Also ich glaube, ein Hydrant muss nicht gerade Gold sein, damit er den Sinn und Zweck erfüllt. Wichtig ist, dass er nicht verrostet oder anrostet und die Funktion erhalten bleibt. Braucht man für die Funktion einen goldenen Hydranten? Das ist nicht notwendig, aber als Verschönerung ist es gedacht. Was denken Sie über eine Stadt, die goldene Hydranten hat? Dass wahrscheinlich zu viel Geld hat. Ich habe schon überlegt, ob ich sie abbauen soll und einschmelzen soll. Kloster Neuburg ist einfach irrsinnig reich offensichtlich. Jetzt haben wir goldene Hydranten, finde ich super.